Herr Erzbischof, bei der Herbstvollversammlung wurden Sie zum Sonderbeauftragten für Flüchtlingsfragen ernannt. Das ist jetzt gut 2 Monate her. Welche Ziele haben Sie sich für Ihre Aufgabe gesetzt? Aufgabe des Flüchtlingsbeauftragten ist es, die verschiedenen Aktivitäten im Bereich der Flüchtlingsarbeit zu koordinieren in den 27 Diözesen Deutschlands, zusammen mit den Hilfswerken, mit verschiedenen anderen Akteuren. Wir haben jetzt erstmal geschaut, was sind die verschiedenen Themenfelder. Wir haben einen kleinen Arbeitsstab von 10 Experten zusammengerufen, der diese Themenfelder dann lichtet. Und Ende November wird es diesen Flüchtlingsgipfel in Würzburg geben, wo dann in einer breiteren Form mit so circa 100 Experten aus ganz Deutschland das Thema aufgerissen wird und wir uns vernetzen wollen. Sie haben den Arbeitsstab schon angesprochen. Wie konkret können Sie mit diesem Arbeitsstab denn auch konkrete Probleme angehen, wie den Wohnungsmangel oder Integration? Wir können natürlich nicht mit dem Arbeitsstab sozusagen zentral von einer Stelle aus jetzt die Wohnraumfrage an einem konkreten Ort innerhalb Deutschlands lösen. Da ist jede Diözese verantwortlich. Da spielt eine Rolle, dass die Pfarreien oft ja dann Träger und Besitzer und Eigentümer sind. Das muss mit denen geklärt werden. Das kann nicht Aufgabe des Flüchtlingsbeauftragten oder des Arbeitsstabes sein. Aber die dahinterliegenden Themen, die gilt es ja zu haben. Was sind so Dinge, die allgemein zwischen Norden und Süden gleich sind? Und erst recht zwischen Ost und West. Die gilt es zu vernetzen. Wo gibt es Schwierigkeiten? Wo gibt es auch Dinge, die bestens laufen, sodass man sagen kann, da muss nicht ein anderes Bistum wieder etwas neu erfinden, sondern kann von den Erfahrungen profitieren, die woanders schon längst gemacht werden. Verfügen Sie denn über ein bestimmtes Budget, womit Sie auch dennoch Initiativen bundesweit vielleicht auch anstoßen können? Also erstmal sind wir dabei, die Initiativen zu setzen. Der Flüchtlingsgipfel ist jetzt das Erste, das kommt. Uns ist das wichtig, dass wir die Experten da haben, damit wir nicht Gefahr laufen, irgendetwas zu schaffen, was gar keiner braucht. Sondern wir wollen möglichst nah an den Themen und an den Menschen dran sein und deswegen mit denen jetzt erstmal anfangen. Worum geht es konkret? Und dann werden wir die weiteren Maßnahmen entwickeln. Ich bin sicher, meine Aufgabe oder das ganze Thema wird nicht in 14 Tagen abgearbeitet sein, sondern wird uns langfristig beschäftigen. Wenn man den Begriff Flüchtlingsgipfel hört, dann muss man daran denken, wie häufig schon die Politiker in Brüssel zusammensaßen oder auch in Berlin zusammensaßen. Und häufig hat man das ernüchternde Gefühl, so richtig was bei rausgekommen ist, aber auch nicht. Was nehmen Sie sich für diesen Flüchtlingsgipfel vor, dass auch wirklich was rauskommt? Also zunächst mal bin ich froh, dass wir nicht bei Null anfangen, sondern wir haben als Kirchen da schon eine lange Geschichte hinter uns. Die Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen erfinden wir nicht neu, sondern weil sie uns sozusagen kirchlich eingestiftet ist. Also im Alten und Neuen Testament spielt das von Anfang an eine Rolle. Deswegen gehört das einfach zu unserem Aufgabenspektrum dazu. Wir brauchen also nicht bei Null anfangen, sondern sind längst dabei. Und haben schon etwas und jetzt gilt es, das Ganze weiter zu führen und noch fruchtbarer und effektiver fürs Ganze zu machen. Von daher sehe ich, dass das eine große Aufgabe ist, aber bin auch in gewisser Weise etwas entspannt, weil ich schon auch wirklich stolz und begeistert bin von dem, was viele Ehrenamtliche und Hauptamtliche in den 27 Diözesen Deutschlands tun. Das sind ja mehrere tausend Menschen, die da am Werk sind. Ist ja nicht so, als wäre es nichts. Wie schätzen Sie denn die derzeitigen Pläne der Regierung ein, den Familiennachzug zu beschränken? Was sagen Sie dazu? Das sehen wir als Kirche natürlich sehr kritisch, weil wir einen hohen Akzent auf die Familie setzen und weil uns natürlich daran liegt, dass Familien zusammengeführt sind und zusammenbleiben können. Also von daher glaube ich, ist das ein nicht ganz so guter Gedanke. Vielen Dank für das Interview. Bitte.